Im Hintergrund befindet sich die Universität der Künste in Berlin. Die Universität der Künste ist eine der größten Ausbildungsstätten für angehende Künstlerinnen und Künstler in Deutschland und mit Sicherheit auch eine der bedeutendsten Städten in ganz Europa. Heute haben wir den Rundgang, das ist die jährliche Ausstellung, bei der jeder dort Studierende zeigt, was er und sie kann. Und auch ich werde diesen Rundgang heute besuchen. Das Studium in Berlin ist ein duales Kunststudium. Auf der einen Seite gibt es sogenannte freie Künstlerinnen und Künstler, also richtige Künstler, die sich mit ihrem ganzen Leben der Kunst widmen. Und auf der anderen Seite gibt es den Lehramtsstudiengang für angehende Lehrerinnen und Lehrer. Diese beiden Studiengänge sind nicht kombinierbar. Man muss sich beim Einschreiben in die Akademie entscheiden. Und auf diesen Rundgang, den wir gleich besuchen werden, möchte ich mir verschiedene Werke in Auswahl anschauen. Ich möchte bei der Analyse und der Untersuchung der Kunstwerke feststellen, inwieweit ein Kunstwerk von einem freien Künstler oder einer freien Künstlerin gestaltet worden ist oder ob es ein Werk eines Lehramtsstudierenden war, um an den objektiven Kriterien, die dann manifest werden in den Werken, erklären zu können, inwieweit, wie stark der künstlerische Ausdruck dort erfolgt wurde. Neben mir befindet sich eine Installation, von der ich ausgehe, dass sie eine Lehramtskunst ist, eine klassische. Es handelt sich um eine Videoarbeit, die auch in Form eines edukativen Klassenraumgesprächs aufgebaut ist. Also jedem Klotz oder jeder Sitzmöglichkeit ist auch ein entsprechender Tisch zugeordnet und alles ist in einer relativ strengen Ordnung im Raum auch installiert. Inhaltlich geht es bei dieser Installation um die Aufarbeitung und um ein künstlerisches Gespräch über die NSU-Prozesse. Das heißt, thematisch sind wir auch mitten im Edukativen drin. Es geht um die Memorabilität der rassistischen Taten und es soll auf jeden Fall ein didaktisches Werk sein. Damit man Zeit hat für die Didaxe und damit man Zeit hat, sich dem Thema zu nähern, ist wirklich jeder Mensch, der sich als Zuschauer diesem Kunstwerk widmet, ganz ruhig abgeschlossen, wenn er die Kopfhörer aufsetzt, schaut sich in Ruhe diese Vorträge an und soll halt selber das memorieren, was er gehört hat. Warum es jetzt für eine Lehramtskunst spricht, das war inhaltlich vielleicht schon evident. Also wir haben auf jeden Fall den ganz klar edukativen Auftrag. Der drückt sich in der Formsprache auch streng darin aus, dass wir eine sehr gerade Anordnung haben und dass wir eine Gleichzeitigkeit haben von einer individuellen Lernerfahrung, zusammen aber in einer potenziell kollektiven Lernerfahrung. Genauso wie wir es im Klassenzimmer auch schon vorüben für das gesellschaftliche Dasein hinterher überhaupt, in dem jeder Mensch am Ende zwar auch in der eigenen Wohnung lebt und für sich, aber wir doch ein Kollektiv darstellen, worauf die Kunst dann in dieser kongenialen Weise auch schon vorbereitet. Ja, ich werde noch mal überprüfen, ob ich mit meiner Annahme recht hatte soweit. Einen Moment. Ja, es handelt sich hier tatsächlich um eine klassische Lehramtsarbeit. Hallo, ich habe mir hier mit den venezianischen Spiegeln eine erste Arbeit ausgesucht für Sie, um Ihnen zu zeigen, was ein Werk eines echten Vollkünstlers wäre. Es ist auch gleichzeitig eine Abschlussarbeit, die entsprechend mit viel Sorgfalt und langer Mühe vorbereitet wurde, was man den Werken oder dem Werk, je nachdem, auch wieder entnehmen kann. Ich stelle es Ihnen kurz vor. Wir haben drei verschiedene Spiegelinstallationen in meinem Hintergrund, die eine Löwenskulptur umkreisen. Das Löwenmotiv kann der geübte Künstler schon direkt Venedig zuordnen, als Symbol der Stadt. Und entsprechend heißt das Kunstwerk ja auch Venezianische Spiegel. Das Spiegelkabinett, das jeweils die Werke umrahmt, ist selbst in sich mehrfach gebrochen. Und überhaupt würde ich sagen, dass das Thema der Brechung hier das Hauptsächliche ist.
Was haben wir also gebrochen? Wir haben einerseits verschiedene Kunststile gebrochen, was für eine sehr hohe, ja, auch mentale und intensive Auseinandersetzung mit der Kunstthematik und auch der Kunstgeschichte an sich spricht. Wir haben auch eine Brechung und einen Stilmix vorliegen. Somit haben wir einerseits, deswegen auch Installationen, eine Skulptur, die aber zugleich gruppiert ist um eigentlich Bildwerke. Betrachtet man diese Bildwerke aber näher, kommen Sie mit, sieht man, dass sich hinter den eigentlich ursprünglich typisch venezianisch-italienischen Gemälden heute ja, das Gewand eines modernen Fotos versteckt. Die Fotos selbst sind aber hinwiederum ganz klassisch, ja, ich würde sagen, venezianisch-barock angeordnet. Die Figuren bewegen sich nicht, wir haben ein Stillleben. Sie sind ganz absichtlich gruppiert. Auch die Kleidung mutet barock an. Aber dennoch ist für den modernen Zuschauer ganz klar, dass es sich hier um eine bewusste Brechung und einen Stilbruch handelt. Die Protagonistinnen, oder man könnte hier von Bildmotiven sprechen, tragen Turnschuhe oder auch modernen Schmuck und Sonnenbrillen, gucken aus den Bildern raus, man kann ihnen kaum folgen. Das heißt, wir haben einerseits die Blickrichtungen gebrochen, dann haben wir die Brechung des Betrachtenden selbst. Durch das Spiegelkabinett, was das Bild umrahmt, kann man sich auch selber sehen als Betrachter. Man wird somit in das Bildmotiv mit eingefangen, kongenial. Man könnte fast versuchen, in Kontakt zu dem Bildmotiv selber zu treten, die Menschen, die einen nicht ansehen, aber man wird Teil davon in der Betrachtung. Es ist hochreflexiv. Zugleich hat man durch diese kleinen Lichteffekte noch, ich würde sagen, fast neckische, typisch neckisch italienische Chiaroscuro-Reminiszenzen. Und was man vor allem feststellen kann, wenn Künstler sich intensiv und lange mit einer Epoche und ihrem Kunstwerk auseinandersetzen, dass man es eben nicht so schnell entschlüsseln kann. Bei diesen Bildern hat man lange was zu entdecken. Der Betrachter kann nicht nur sich selbst in Beziehung setzen zu dem Bildmotiv, er kann auch andere Betrachter, die kommen und gehen im Spiegel, hinter und vor sich mit wahrnehmen. Man kann auch so einen kleinen Wandelgang vollführen. Und am Ende wird man trotzdem immer wieder bei dem Löwen auch bleiben. Die Frage wäre, was vielleicht das Venezianische überhaupt soll. Und da würde ich sagen, erkennt man ganz klar die jahrelange intensive Ausbildung an einer hochwertigen Kunstschule auch daran, dass man sich vielleicht mit der Biennale auseinandersetzt, die ja alle 2 Jahre in Venedig stattfindet und die auf jeden Fall für jeden Künstler und jede Künstlerin der Traum wäre, eines Tages dort auch ausstellen zu dürfen. Wir nähern uns hier unserem zweiten Beispiel für klassische Lehramtskunst. Und ich möchte jetzt ein bisschen erklären, inwieweit man das auch wieder hier feststellen kann. Ich hatte gerade bei dem richtigen Kunstwerk darauf hingewiesen, dass sehr typisch ist für eine seriöse und ja, langjährige künstlerische Auseinandersetzung, der Mix verschiedener Stile evident wird und auch ein hoher Grad an künstlerischer Reflexivität. Wir sehen hier die ganz bewusste und durchaus auch reduzierte die Verwendung von Stilmitteln der Sprache und eigentlich der Verzicht auf Bildmotivik. Das kann man machen. Es gibt im Ganzen auch eine Strenge, wobei trotzdem der disparate Eindruck des gesamten Kunstwerkes nicht zu leugnen ist. Auf den ersten Blick ist das zwar sehr anziehend und man ist lange beschäftigt als Betrachter. Das ist auch immer sehr wichtig, als Künstler zu überlegen, wie weit zieht man den Betrachter mit ein. Also wir haben verschiedene Elemente, wir haben Licht und Ohren und einzelne Buchstaben und wir haben auch, wenn man sich diese Textstangen durchliest, immer wieder kurze, sinnergebende Einheiten. Aber das Disparate verlässt einen dann trotzdem doch nicht. Und das ist ganz klassisch für Lehramtskunst, dass man vielleicht auch angelockt wird und viel Material liefert, mit dem man sich beschäftigen kann, aber man steigt eigentlich nicht hinter das Material. Also man muss keine tiefer liegenden Schichten verstehen können. Ja, was noch?
ja, wenn man noch inhaltlich etwas dazu sagen möchte, das Kunstwerk ist ganz bewusst verspielt, hat aber auch biografische Züge und richtige Künstler schaffen es eigentlich, den Abstraktionsgrad höher zu heben, von sich abzulenken, nicht nur sich zu thematisieren, sondern am Ende immer einen größeren gesellschaftlichen Kontext anzusprechen und sozusagen am einzelnen menschlichen Exemplar das Menschliche an sich auch aufzuzeigen. Und hier, wenn man, ja, ich würde sagen, hier so einzelne biografische Sackgassen thematisiert und das alles so verspielt mit Param Param und Tralala, dann kann es den Abstraktionsgrad einer schwierigeren Kunst nicht erreichen. Aber es lockt an, immerhin. Hier haben wir den nächsten Kandidaten eines strengen Kunstwerks, eines Vollkünstlers der Akademie der Künste. Was bei diesem Werk ganz gleich auf den ersten Blick evident wird, ist die absolute Formstrenge und die Stille des Kunstwerks. Diese Formstrenge widersetzt sich auch einer leichten Zugänglichkeit. Das Kunstwerk ist nicht nur in sich geschlossen, sondern man sucht sozusagen hermeneutisch nach der Aufdeckung des Rätsels. Das Ganze hat einen großen Rätselcharakter, aber man weiß auch zugleich, egal wann und wie lange man anfängt zu suchen, man wird dieses Rätsel nicht lösen können. Und das spricht für eine sehr hohe reflexive Qualität des Kunstwerks. Also es hat nahezu einen meditativen Charakter, würde ich sagen. Und ganz gleich, ob man jetzt hier vielleicht nur eine Minute verweilt oder ob man jetzt hier sich vielleicht für eine halbe Stunde in das Kunstwerk versenken würde, man würde wahrscheinlich eher mit mehr Fragen rausgehen, als man reingekommen ist. Denn nur auf den ersten Blick wirkt dieses Kunstwerk relativ banal. Eine Aufschichtung von Steinen und einer runden Symbolik. Aber viel wichtiger ist das Widerständige an der Kunst, was für eine hohe Qualität von Kunst spricht. Wohingegen diese Lehramtswerke allermeistens mit eher anlocken, also sich nicht schließen und keine Rätselhaftigkeit mit auf den Weg geben, sondern ja, eher didaktisch einladen und später aber sozusagen immer eine Belohnung in Aussicht stellen, eine klar zu fassende Botschaft, die man dann im Idealfall sogar didaktisch als Lehrspruch fürs Leben verarbeiten soll. Hingegen sich hohe reflexive Kunst eigentlich ja, jedem Versuch einer Deutbarkeit auch verweigert und dadurch gewissermaßen zeitlos monolithisch wird. Hier befinden wir uns bei einem weiteren Exemplar für Lehramtskunst. Schauen Sie einen Moment mit mir. Was Ihnen direkt aufgefallen sein wird, schon auf dem ersten Blick, ist der exuberante Form- und Farbreichtum, der uns hier sofort nahezu anspringt. Das sind keine Kunstwerke, denen man sich selber mühevoll nähern muss, sondern die einen quasi direkt anziehen und mit hereinziehen in die Betrachtung. Noch einen Moment. Ja, ich nehme jetzt wahlweise eins dieser vielen Werke, wobei man nicht vergessen darf, dass sie eigentlich alle zusammenwirken müssen. Man sieht hier einen sehr deutlichen Aufwand an Farben und Formen, die gemixt werden. Allerdings, und das kann man sehr schnell betrachten, werden hier keine Stile gemixt. Es bleiben eigentlich sozusagen Malereien. Sie bleiben auch in ihrer auf den ersten Blick krassen und grellen Farbwahl doch immer einem nur sehr, ja, einförmigen Stil verhaftet. Es sind ganz eindeutig Anleihen an Pop Art. Auch hier haben wir wieder ein sehr verspieltes Element, was dann didaktisch den Zuschauer dazu an, ja, motiviert auch, sich dem Kunstwerk zu nähern, aber dann, wenn man sich dann länger mit diesen Stücken beschäftigt, bleibt man doch vielleicht die größere Nachricht aus. Auch hier haben wir wieder typisch für Lehramtskunst biografische Elemente, die den Betrachter an sich selbst erinnern, aber auch nicht mehr auf gesamtgesellschaftliche Verhältnisse zurückverweisen. Das Verspielte ist natürlich besonders reizvoll auch für Kinder. Aber anders als die Werke der klassischen Kunst
geben Sie uns keine Rätsel auf, sondern möchten uns eigentlich eher Botschaften mitteilen. Die Didaxe, die Unterweisung, die Unterrichtung in Nachrichten anstelle des bewussten Verweigerns von Aussagen und der Rätselhaftigkeit, die auch der Rätselhaftigkeit des Lebens eigentlich gleichkäme, bleibt aus. Ja, was man dann mitnimmt nach solchen Kunstwerken, ist meistens vielleicht hier auch ein Lächeln auf dem Gesicht. Und ja, eine kleine Botschaft, zum Beispiel nach Fragen der Geschlechtlichkeit, aber eben nicht nach Fragen der Menschheit insgesamt. Und überhaupt fällt hier auf, dass das Thema der Sexualität sehr wichtig ist, was aber überhaupt bewusst nicht in Bezug gesetzt wird zu anderen gesellschaftlichen Fragen. Von dem Mix verschiedener Stile und Kunstepochen und einem höheren Grad an Reflexivität einmal ganz zu schweigen. Für unsere nächste Bildanalyse habe ich mir diesmal ein dezidiert malerisches Motiv ausgewählt. Und auch hier haben wir es wie in der ganzen Klasse mit einer reinen Kunstklasse zu tun, keine Lehramtsklasse. Ich erkläre Ihnen kurz, warum. Man könnte jetzt ja glauben, wenn es hier sich nur um ein malerisches Werk handelt, dass es auf den ersten Blick vielleicht etwas langweilig und unzeitgemäß wäre, heutzutage, wo jeder installiert und Objekte schafft, vielleicht auch mit Medienkunst arbeitet, noch wieder zurückzugehen zur klassischen Malerei. Und ich würde sagen, dass genau da das Gewagte auch liegt, sich wieder zu trauen, reduziert zu arbeiten und trotzdem in dem Bild selber genug Spannung erzeugt, um es mit moderner Medizität aufnehmen zu können. Das kann man hier sehr gut sehen. In dem Werk haben wir auf jeden Fall klassische Anleihen an das Abendmahl. Trotzdem hat sich der echte Künstler hier für eine intensive Farbwahl entschieden. Aber die einzelnen Bildmotive verweigern sich dann doch der Aussage. Also wohingegen man erst an eine Abendmahlsituation denkt, an einem Tisch oder durch diese klare Farbe an eine heitere Situation, hier wirken die Gesichter bedrückend. Die Menschen wirken auch so, als würden sie eigentlich Fleisch essen, aber auf dem Tisch sind kaum Speisen zu finden. Und jetzt passiert der geniale Schritt, den nur die echte Kunst in ihrer Reflexivität auch zu anderen Kunstwerken erreichen kann und indem das Werk auch über sich selbst hinausweist. Denn allein ist dieses Bild nicht zu verstehen. Man muss es ganz unwillkürlich in Bezug setzen zu den drei am Rand stehenden Nebenstudien. Diese Nebenstudien sind selber noch ganz unbearbeitet gelassen. Das sind eigentlich nur Graphit-Vorzeichnungen, Werkstudien dazu. Und was uns der Künstler hier schenkt, ist sozusagen ein Einblick in die Gemachtheit seines Werkes. Er will damit darstellen, dass sehr viel Arbeit in den Prozess des Kunstschaffens geflossen ist. Er will uns aber auch als Zuschauer die Möglichkeit geben, den Arbeitsprozess nachzuvollziehen. Außerdem haben wir dann auf diesen Vorstudien genau das zu sehen, was uns eigentlich so prägnant gefehlt hat in der Bildmitte des Hauptwerkes, nämlich das saftige Fleisch. Hier an der Seite ist das Inkarnat grausam eingepfercht und die Grausamkeit spiegelt sich in der Grausamkeit der brutalen Gesichter am Tisch wieder. Wir haben hier also ein wildes Spiel mit verschiedenen Bildmotiven und ein kühnes Wagnis, dem Zuschauer auch zuzumuten, über die Bildgrenze hinaus nach den Antworten zu suchen, die man sich vielleicht stellt. Und erst wenn man am Ende das Puzzle einigermaßen zusammengebracht hat, bleiben Rätsel, bleiben Fragen offen, die das Bild selber so nicht gegeben hätte. Und wenn man das alles zusammennimmt, also der kühle Schritt zurück zur Tradition, das Herausspringen über das eigene Werk und die Bezugnahme anderer Werke, dann sieht man, dass ein hoher Grad der Reflexivität auch hier erreicht ist.
Ich habe mir hier für Sie ein weiteres Kunstwerk von klassischer guter Kunst ausgesucht. Ich muss gleich dazu sagen, im Gegensatz zu Ihnen bin ich jetzt hier stark im Vorteil, denn ich kann auch nicht nur von der Seite schauen oder von vorne, sondern auch von oben. Und gerade diese Multiperspektivität ist sehr wichtig, die hier eingefangen wurde. Denn das Kunstwerk spielt ganz bewusst damit, dass man es von verschiedenen Seiten gleichzeitig und auch nacheinander anschauen muss, um hinterher diese Bilder panoramaartig selbst wieder zusammenbauen zu können. Ich beginne sozusagen mit der Vogelperspektive. Vogelperspektivisch haben wir auch verschiedene Gruppierungen. Und was auf den ersten Blick aussieht wie ein relativ einheitliches Werk, man könnte sagen, die Farbsprache ist reduziert, die Formsprache ist reduziert, wir haben relativ eindeutig geometrische Figuren, zerfällt das Kunstwerk jedoch bei dem Versuch einer näheren Analyse. Und damit kommen wir genau wieder in diese typische reflexive Drehbewegung bei guter Kunst, die zwar auf den ersten Blick vielleicht eine Eindeutigkeit ausstrahlen möchte, aber wenn man sich wirklich mit ihr beschäftigt, am Ende Rätsel aufgibt und sich der Deutung eben ganz bewusst auch verschließt. Weder kann man die verschiedenen Formen ineinander wirklich in Beziehung zueinander bringen, noch kommt man aus dem Staunen heraus, wenn man sieht, wie die Einzelwerke bald größer, bald kleiner werden und trotzdem, obwohl eigentlich die Einzelgegenstände an sich vielleicht leicht zugänglich wären, sie doch in der Schwere der bewussten Komposition unzugänglich bleiben. Und eben diese Schwere auch der Deutung ist auch die Schwere des Materials, sodass wir eigentlich auch eine sehr gute Kongruenz von Form und Inhalt hier feststellen können. Ich vergewissere mich noch einmal. Ja, ich hatte recht, das ist tatsächlich ein Vollkunstwerk. Ja, bleiben wir doch vielleicht einmal hier stehen. Ich vermute, dass es sich hier um ein Lehramtskunstwerk handelt. Wir haben zwar auf den ersten Blick eine sehr strenge Formsprache, die wir normalerweise bis jetzt häufiger bei klassischen Vollkunstwerken feststellen durften. Wenn man aber versucht, sich näher mit diesem Kunstwerk auseinanderzusetzen, wird dann doch auch ziemlich bald ein Motiv klar, das Motiv der Einfaltung, Ausfaltung oder Entfaltung, das sich dann auch nicht weiter auflösen lässt. Also wenn man einmal verstanden hat, was die Logik einer Fächerkonstruktion ist, und damit haben wir es jetzt zu tun, dann bleibt am Ende nicht viel mehr, außer der Versuch, etwas, was eingefaltet war, zu entfalten. Es geht jetzt aber nicht nur inhaltlich um die Aussagekraft von den Kunstwerken. Zur Interpretierbarkeit ist ja die Formsprache genauso wichtig wie die Bildsprache an sich. Von der Formsprache her haben wir es hier Materialita mit Holz zu tun. Das ist relativ eindeutig, würde ich sagen. Und auch da muss man zugeben, dass dann doch der Ideenreichtum und Einfallsreichtum relativ einfältig geblieben ist. Ein Material, Holz, eine Aussage, Einfaltung, Entfaltung des Fächermotivs, lädt nicht zu einer längeren Betrachtung ein. Man ist dann doch ziemlich schnell durch. Und hat Lust, eigentlich sich einer neuen Frage zu widmen. Fragen kriegt man hier nicht mit auf den Weg. Man hat so ein kleines Rätsel gelöst und ist dann damit auch belohnt. Auch ganz typisch für die Dachse. Ja, ich schaue noch einmal. Ja, genau. Man wird der Strenge dann doch schnell überdrüssig. Ich vermute, an dieser Stelle nochmal ein Vollkunstwerk erwischt zu haben. Hier fällt schon direkt auf, dass das Kunstwerk aus zwei eigenständigen, scheinbar eigenständigen Teilen besteht, die aber auf jeden Fall
zusammengesetzt werden müssen, um sich der Interpretation überhaupt erst einmal zu nähern. Ich will sagen, man wird nahezu angelockt von dieser, von der Installation, von dem Objekt, was wie ein Geländer ganz bewegt einen schon so anzieht. Man wird eingeladen, man möchte eigentlich am liebsten dran fassen, darf man natürlich nicht. Für sich allein genommen wäre das vielleicht noch recht banal, aber spätestens, wenn dann der Blick weiter wandert zu dem Bildnis dahinter, wahrscheinlich eine Fotografie, dann fängt die Bezugnahme an und der Geist zu suchen, wie sich diese beiden Werke aufeinander beziehen. Daran stellt man dann fest, dass der Künstler sich wahrscheinlich lange Gedanken gemacht hat, wie man es schaffen kann, diese Herausforderung, zwei vollständig verschiedene Arten von Kunstwerken, groß, statisch, raumgreifendes Objekt und flaches, kleines, an sich bedeutungsloses Foto an der Wand, aufeinander so stark beziehen zu lassen, dass nichts von beiden verzichtbar wäre. Und gerade durch diese feste Bezugnahme dann auch die Kontingenz des Naturmotivs, jeder hat vielleicht zu Hause ein Naturbild hängen, das ist noch nichts Besonderes. Aber diese Banalität dieses Waldbildes wird dadurch aufgehoben, dass man es dann in Bezug zum Spaziergang setzt. Zugleich macht das Bild dann auch Lust, selbst zu spazieren. Aber durch die Düsternis der Farben weiß man auch, es hat vielleicht etwas Bedrohliches. Und es ist nicht einfach nur eine Auflösung des Bildmotivs in einem Spaziergang, sondern vielmehr ist es erst der Anfang eines Wegs, den man dann doch nicht deuten kann. Also auch hier haben wir ein sehr kühles Spiel mit verschiedenen Materialien, verschiedenen Kunststilen auch. Und der Rätselcharakter, also die Einladung zur längeren Betrachtung, die auch wieder sozusagen meditativ wird nicht weniger mit der Zeit, sondern eigentlich nur mehr. Und am Ende, obwohl man am Anfang vielleicht lächelnd und Lust hatte auf einen Waldspaziergang, geht man vielleicht doch eher mit einem mulmigen, rätselhaften, negativen Gefühl da raus und fragt sich, was das eigentlich soll. Ist also ein Kunstwerk, das einen begleitet. Mal ein Naturmotiv. Sehr schön. Ja, dann nutzen wir doch gleich die Gelegenheit, noch einmal zu schauen, wie man das gleiche Thema, also Wald und Natur, ineinander Beziehung setzt zur Kunst. Wie die Kunst also versucht, Natur darzustellen. Wir haben hier offenkundig echte Naturgegenstände, also echte Büsche, so sieht es hier aus, die aber bei der näheren Betrachtung in starkes Beton gegossen sind. Bei dem Beton fällt auch noch auf, dass unter der Betonschicht die Erdschicht zutage tritt. Was heißt das? Wir haben hier also den Versuch darzustellen, wie eine Pflanze wächst, mit relativ fast schon natürlichen Mitteln. Und einzig die Betonschicht und die Auswahl des Motivs und die Entscheidung, das auszustellen auf einer Kunstausstellung, setzt einen Hintergedanken voraus. Das auf den ersten Blick sehr neckische Motiv, so würde ich es durchaus nennen, ist dann doch schnell entschlüsselt. Man verweist auf die Gemachtheit der und auch die Künstlichkeit vielleicht der Natur. Vielleicht haben wir auch so einen kleinen Aufruf zum Naturschutz dahinter. Das ist ja auch ein sehr beliebtes Motiv, fast schon so ein bisschen umweltbewusstseinserzieherisch, pädagogisch. Und vielleicht auch die Frage, inwieweit Beton das Aufatmen, das Lebendige verhindert und einebnet. Und nachdem man sich dann wenige Augenblicke mit dem Kunstwerk beschäftigt hat, fragt man sich dann auch, ob danach noch was kommt. Wir haben also hier wieder den typischen interpretatorischen Gang einer Frage am Anfang, eines vielleicht erst lockenden, sinnlich lockend einladenden Werkes, was dann, wenn man es interpretiert hat, sozusagen wie aufgelöst scheint. Es bleibt nichts übrig, man hat es vollständig konsumiert. Man hat vielleicht auch etwas gelernt, an der Prozess hat sich vollzogen. Aber es stellen sich eigentlich keine Fragen.
Deshalb würde ich meinen, dass es sich hier vielleicht auch um Lehramtskunst handeln könnte. Ich schaue noch einmal. Ja, Biologiestudent, Biologie und Kunst. Ja, also hier haben wir noch ein weiteres Beispiel für, wie ich jetzt vermuten würde, Vollkunst. Es handelt sich um zwei Fotografien, um zwei Werke. Vielleicht würde man auch sagen Objekte. Wir können durchaus bei Fotografie bleiben, die ganz klassische Stillleben zeigen. Allerdings ist ganz evident, dass sie thematisch in diese Zeit gehören. Und erst wenn man sich länger den Bildern inhaltlich widmet, sieht man eine Thematik dahinter, nämlich Gender, die viel weniger plump operiert als das Gender-Thema, was wir vorhin schon bei einer Lehramtskunst uns angeschaut haben, wo ganz, ganz offensichtlich mit Genitalien gespielt wurde. Muss man hier schon selber als Zuschauer hermetisch mehr leisten. Man muss sich interpretatorisch anstrengen und bemühen, sich überhaupt erst dem Kunstwerk zu nähern. Hier hat man Attribute für das Weibliche, dort für das Männliche. Und was auch sehr wichtig ist bei guter Kunst, ist, dass Form und Inhalt kongruent zueinander sich verhalten oder Intensität einander sozusagen nur noch bestärken. Das ist hier ganz eindeutig. Es ist zwar nahezu banal, das Dunkle mit dem Männlichen zu verbinden und das Helle mit dem Weiblichen, aber dennoch wirkt es. Da kommt man überhaupt erst darauf, wenn man sich in den Bildern gewidmet hat. Also wir haben von der Formsprache her und der Farbsprache eine starke Trennung und auch inhaltlich haben wir starke Trennungen. Trotzdem aber werden diese beiden Werke bewusst nebeneinander gestellt. Sie sind gleich groß gehalten, es sind alles bewusste Entscheidungen und auch inhaltlich. Die Einzelmotive sind sozusagen spiegelreflektorisch zueinander angeordnet. So haben wir die Schräge hier mit dem Netz auf der einen Seite, die sich ganz kongruent linear verhält zum gespiegelten dunklen Netz auf der anderen Seite. Ich könnte jetzt noch mehr ins Detail gehen, das ist jetzt hier gar nicht so wichtig. Wichtig ist nur zu sehen, dass man in diesen Werken ja, die bewusste Entscheidung, alles ist gesetzt, wieder herausziehen kann, man kann es extrahieren. Dass hier dennoch sich keine ganz klare Aufgabe stellt, die gelöst werden würde. Denn selbst wenn man so weit ist, dass man das geschlechtliche Rätsel gelöst hätte, weiß man immer noch nicht genau, was man jetzt mit diesen beiden Geschlechtern anfangen soll. Gehören sie zusammen? Sind sie zusammen nebeneinander in einem Raum? Sollen sie getrennt bleiben? Denn es sind zwei Werke, die aber auf einen Künstler verweisen. Es wird nicht aufgelöst, die Spannung bleibt. Und auch wenn ich jetzt hier noch eine weitere halbe Stunde ins Detail gehen würde, würde ich immer noch mehr entdecken. Und gerade dieser Formreichtum, interpretatorische Spielraum macht gute Kunst zu guter Kunst. Egal wie lange und wie oft man sich ihr aussetzt, sie wird mehr und nicht weniger. Ja, also hier bei unserem finalen Kunstwerk handelt es sich auch noch einmal um ein Lehramtskunstwerk. Es ist offensichtlich eine Installation, eine Rauminstallation, ein Objekt aus relativ einfachen Baumaterialien zusammengezimmert. Ich gebe zu, ich war mir am Anfang gar nicht so sicher, denn dieses sinnliche Einladen, was ja immer der Vorteil ist sozusagen bei Installationen und Objekten im Raum, lockt an, zieht sinnlich an, macht auf sich aufmerksam. Aber dann war der entscheidende Punkt und Wendepunkt der Interpretation die Tür und die Frage nach dem Innenleben des Kunstwerks. Wir haben sozusagen die Lösung am Ende im Innern präsentiert und das Innere ist uns auch zugänglich. Es lädt sozusagen absichtlich dazu ein, auch reinzuschauen. Und dadurch ist klar, auch hier haben wir den ganz gewöhnlichen didaktischen Gang. Also der interpretatorische Zirkel, den man ja kennt, arbeitet von außen nach innen sich vor. Und am Ende als Belohnung sozusagen für diesen
Werdegang kriegt man die Lösung präsentiert, wie auch hier. Es hätte allerdings noch sehr gute Kunst werden können, wenn das innen einfach leer geblieben wäre, sodass man dann am Ende nach der Neugier mit einer Frage rausgehen würde. Aber nein, die Lösung steht hier eben offen. Ja, trotzdem würde ich sagen, ist das für eine Lehramtskunst schon sehr avanciert. Der Künstler hat sich garantiert sehr viel Mühe gemacht. Es hat auch lange gedauert, das Werk zu erschaffen. Das ist ersichtlich. Ja, und ich würde sagen, mit ein ganz paar Kniffen hätte man wirklich einiges anders machen können. Man hätte zum Beispiel noch Musik hinzunehmen können. Man hätte vielleicht textlich arbeiten können. Aber am Ende bleibt es zu eindimensional. Das Kunstwerk springt nicht über sich hinaus und will auch nicht mehr, als es verspricht. Ja, aber trotzdem ist es ja auch ganz, ganz lustig, vielleicht für Kinder, sich da zu bücken, so ein bisschen verspielt. Na gut, also, wenn ich jetzt den heutigen Rundgang noch einmal zusammenfassen würde, war es relativ, ja, nach relativ kurzer Zeit doch recht evident, bei welcher Kunst es sich jeweils um Lehramtskunst gehandelt hat oder um Vollkunst. Wenn ich nochmal zusammenfassen darf, Kriterien, objektive Kriterien für Vollkunst waren sozusagen der Rätselcharakter der Kunst, ein langes interpretatorisches Spiel, was sich am Ende der eindeutigen Deutung auch verweigert. Und das ist wichtig, das ist auch ein Qualitätsmerkmal generell, nicht nur von Kunst, sondern auch von Literatur. Etwas, das widerspenstig bleibt, das dem Geist Aufgaben stellt und sich eben nicht mit einer klaren Lösung nahezu anbiedert, ja. Das ist dann gute Kunst. Und den Lehramtsstudierenden, die ja sozusagen von vornherein sich schon der gesellschaftlichen Aufgabe stellen, Menschen zu erziehen, Fragen zu stellen, die aber Lösungen implizieren, legen ihre Werke häufig auch schon so an, dass man sich zwar kurz an ihnen abmüht, aber am Ende immer mit einer Aussage belohnt wird. Ja. Und auch wenn ich jetzt Kunsthistorikerin bin und geschult bin, ist es eigentlich eine Suche und eine Untersuchung, die jeder schnell selbst feststellen kann, auch ohne große Vorbildung. Dann viel Spaß beim nächsten Rundgang.